Heute ist ein besonderer Tag. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Nee, im Ernst, da wird man Jahre später noch drüber reden. Ich darf nämlich heute in die Stadt fahren. Juhu! Und zwar nicht mit irgendeinem Auto, sondern mit einem unserer Gavis. Juhu! So, Gavis nennen wir unsere Governmental Vehicles, also unsere Arbeitsfahrzeuge. Und ich darf heute mal damit in die Stadt fahren und einkaufen. Hallo. Normalerweise sind die nämlich wirklich nur für offizielle Zwecke gedacht. Aber da wir hier keine Fahrzeuge haben, also ich zumindest, darf ich das heute mal nutzen. Juhu! Ich will das Auto erstmal umparken, weil ich nämlich auch ein bisschen was mitnehmen muss. Ich will nämlich noch zum Wertstoffhof und, so, und muss noch ein bisschen was am Computer erledigen und will dafür in ein Internetcafé. Und deswegen parke ich das Auto hier erstmal rückwärts rein, damit ich gleich schön alles einladen kann. Da sind wir. Also bietet sich heute wirklich die super Gelegenheit, dass ich euch mal die längste und schönste Sackgasse in Washington State zeige. Die 544, an deren Ende wir nämlich wohnen. Deswegen werde ich heute die gesamte Stunde, glaube ich, war es etwa eine Stunde, im Zeitraffer mal aufnehmen. So, Recycling ist drin. Jetzt fertig machen. Ist jetzt so ein bisschen ein Pokerspiel, ob ich meine Wäsche draußen lasse oder nicht. Weiß gar nicht, ob Regen vorhergesagt ist oder nicht. Ach, ich riskiere es. Ich lasse es drauf ankommen. So, dann nochmal gucken, ob hier alles okay ist. Trockner zu. Spülmaschine trocknet. Der Geist von Harry Truman, der hier rumschlawenzelt. Ich glaube, das war's. Dann können wir los. Nächster Halt, Post Office. Ich muss hier mir eine Postkarte einschmeißen, denn meine Oma hat Geburtstag. So, habe ich wirklich alles? Immer das Problem, wenn ich losfahre, weiß ich immer nicht, habe ich alles. Dann mal los. Das ist so ein schniekes Car, ein schönes Auto. Das ist ein Hybrid, der schnurrt wie eine Katze. Übrigens ein bisschen gelogen, mein erster Stopp ist nicht das Post Office, sondern das Tor. Ich muss mir noch das Tor entriegeln, sonst komme ich hier nicht raus. Mal ein schöner Blick auf den St. Helens heute. Es wird ein bisschen diesiger. Ich hoffe, das mit der Wäsche war eine gute Idee. Naja, wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Muss ich sie halt nochmal waschen. Da ist das Tor. Und das muss ich jetzt erstmal entriegeln. Und dann kann ich hier rausfahren. Kurze Planänderung. Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, hier auszusteigen, dann mache ich das. Wir sind nämlich gerade über die Hofstede Creek Bridge gefahren. Man sagt, das ist hier ein Viewpoint. Viel von der Brücke sieht man leider nicht.
Aber es ist eine recht lange und große Brücke. Und diese Brücke ist in zweierlei Hinsicht interessant. Nämlich, einerseits ist das hier die Grenze der Blast Zone. Den Mount St. Helens sehen wir schon gar nicht mehr. Jetzt kommt hier gleich ein Auto. Aber der Lateral Blast, also diese Explosion, die seitlich aus dem Mount St. Helens rausgekommen ist, die ist bis hier gekommen. Wir sind ungefähr 14 Meilen Luftlinie vom Mount St. Helens weg. Und das Zweite, was hier passiert ist, da hinten im Tal, bis dahin ist der Landrutsch gelangt. Also der seitliche, die Nordflanke des Mount St. Helens ist hier abgerutscht. Und 14 Meilen vom Krater weg hat die aufgehört, dieser Landslide, dieser Landrutsch. Und das ist da unten im Tal. Naja, auf jeden Fall ist das hier die Brücke und wir sind da. Nur leider sieht man von der Brücke heute nicht so viel. Hier kann man das nochmal gut sehen. Mount St. Helens, Johnson Ridge. Da ungefähr wohne ich. Und wir sind jetzt genau da. Sind gerade über den Hofstede Creek gefahren. Gut. Und weiter geht's. Schon wieder gelogen. Der erste Halt ist doch nicht das Post Office. Ich habe total vergessen, dass der Wertstoffhof hier davor liegt. So. Da wollen wir euch mal entsorgen. Ja, wie ich in meinem letzten Video schon gesagt habe. Moment, hier ist Plastik. Und die Container vertauscht. Dass es hier echt schwierig ist, Sachen zu recyceln. Ganz besonders, wenn es um Plastik geht. Wie gesagt, es wird nicht alles Plastik angenommen. Bei Papier sind sie sich zum Glück einig. Da darf alles weggeschmissen werden. Naja, beziehungsweise, wenn man halt eine Ahnung hat, was Papier ist, ne? Das Ding ist voll, sonst hätte ich das woanders hingeschmissen. Ich will nicht wissen, was da drin ist. Und noch mehr Plastik. Und noch mehr Papier und noch ein bisschen Glas und dann geht's weiter. Von Pfand haben die Amis nämlich auch keine Ahnung. Deswegen landen Dosen und Pfandflaschen, auch wenn man eigentlich Pfand bezahlt, auch im Müll. Es gibt nämlich nur ein paar Staaten in den USA, die Pfand akzeptieren. Zahlen tut man dem Pfand aber sowieso. Ist irgendwie komisch. Weiter geht's. So, ich bin jetzt hier gerade nur auf dem Burger King Parkplatz gefahren, weil ich jetzt in Castle Rock bin. Also mit Pause bei der Brücke habe ich knapp eine Stunde gebraucht. Das ist die längste Sackgasse Washingtons. Und jetzt bin ich gleich bei der Interstate 5 und werde nach Longview fahren, wo mich da in einen Café setzen und meine Sachen am Computer erledigen. Danach gehe ich noch einkaufen und dann fahre ich wieder zurück. Dieselbe Stunde und dieselben 43 Meilen wieder hoch Richtung zu Hause. Ich mache jetzt die Kamera aus und melde mich aus dem Café wieder. Bis denn. Ich habe leider eben vergessen, im Café was zu drehen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Café. Und jetzt bin ich hier schon bei Fred Meyers im Supermarkt. Das ist ein anderer Fred Meyers, deswegen suche ich gerade mein Mehl. Mal gucken, werde ich sicherlich gleich finden. Ich bin mich seit einiger Zeit dabei, mein eigenes Brot zu backen. Denn ganz egal, was du für ein Brot hier in den USA kaufst, die Amis können das nicht. Die haben es echt nicht drauf, Brot zu backen. Ah, hier. Und deswegen muss ich hier in der Bio-Abteilung
nach meinem Roggenmehl suchen, damit ich hier mein eigenes Brot backen kann. Und ich finde es nicht. Also entweder bin ich blind oder es ist ausverkauft. Ich meine, es sieht nach Mehl aus. Da unten ist auch mein Weizenmehl. Also das brauche ich auch. Aber ich brauche halt auch Roggenmehl. Und Roggenmehl haben sie hier gerade nicht. Das ist erstaunlich. Hier hat alles Zusätze. Selbst normales Vollkornmehl hat noch Zusätze. Na, das hier nicht. Zum Glück. Aber sonst hast du noch Mehl. Da packen sie haufenweise Vitamine noch mit rein. Und Zusatzstoffe. Wenn du Glück hast, haben sie sogar Zucker noch mit drin. Selbst in der Milch ist Zucker, selbst im Zucker ist Zucker. Ich frag nach. Tja, wer hätte das gedacht? Roggenmehl kennen die nicht, haben die nicht, wissen sie nicht. Zum Glück habe ich schon ein bisschen was Frisches gefunden. Das ist ganz gut. Jetzt kommt der ungesunde Part. Ja, so schlimm ist es nicht, aber jetzt kommt der ganze tiefgekühlte Quatsch und alles, was Amerika ausmacht. Juhu. Oh, da ist sie. Da ist sie. Oh, diese Pizza, die ist Wahnsinn. Die ist sowas von geil. Nehmen wir direkt wieder 3 Stück mit. Na, diese Abteilung hier ist die America the Beautiful Abteilung. Nee. Wie geil. So, eingepackt. Zumindest probieren, ob es schmeckt. Wenn es nicht schmeckt, lasse ich sein. So viel Kram hier. Die Amis machen ja alles mit Kartoffeln. Na, wo sind die Curly Fries? Curly Fries. Curly Fries. Und was braucht der Balloon noch zum Glücklichsein? Leberwurst. Richtig deutsches Zuhause hier. Und deswegen gibt es jetzt Gruteller. Was ebenfalls in den USA verdammt schwer zu finden ist. Sprudelwasser. Wer mich kennt, weiß, dass ich davon haufenweise brauche. Ich habe zum Glück noch ein paar Flaschen zu Hause. 3 sollten erstmal reichen. So, jetzt kommen wir wieder in die kritische Abteilung. Mehl. Gucken wir mal nach Mehl. Das ist erstmal Zucker. Haufenweise Zucker. Was ist das denn? Das ist in erster Linie erstmal Abfall. Aha, also 6 Kräuter abgepackt, um sie direkt in eine Soße zu packen. Können sie gleich zusammenpacken. Hi. Yeah, I'm good, thanks. Hier rechts ist übrigens der gelebte amerikanische Traum. Ein ganzes Regal voll Frühstückszerealien. Gemälde aus dem Impressionismus ist nichts dagegen. Es ist alles bunt. Alles bunt. Also selbst der Inhalt ist bunt. Sowas zum Beispiel. Oder sowas. Fruity Dino Bites. Die kriege ich ja schon vom Zusehen das Kotzen. Man findet ja doch immer noch mal so ein paar deutsche Sachen. Hier Rollsteiner zum Beispiel. Für schlappe 13 Dollar. Plus Steuer, versteht sich. Ich muss immer die Steuer noch mit drauf rechnen. Na, da lasse ich die Finger von. Das ist übrigens auch Amerika. Hier stehen die Mülltüten neben den Plastiktellern, neben den Gemüsekonserven, neben dem Senf. Es ist kein Wunder, dass du dich hier nicht zurechtfindest. Ich brauche Ketchup. Ketchup! Zur Verteidigung muss ich allerdings sagen, was echt lecker ist hier, ist Joghurt. Und ich brauche viel Joghurt. So, mal sehen, was ich alles habe. Ketchup habe ich, Barbecue habe ich, Pudding habe ich. Die sind so affengeil, diese Dinger. Also da ist mir der Zuckerschock auch egal. Würstchen habe ich, Hefe habe ich, Sonnencreme muss ich nur suchen. Mülltüten, 7 Gallonen habe ich, Sour Cream habe ich. Weizenmehl habe ich, nach Waschmittel, Roggenmehl und Seife muss ich nochmal gucken. Achso, Roggenmehl haben sie nicht, muss ich gleich nochmal woanders hin. Da kommt der Sache langsam näher, aber ich habe gerade was gefunden, was total geil ist. S'more Sticks. Darauf warte ich nämlich noch. Es gibt hier eine Sache, die nennt sich S'mores. Das sind Hershey Crackers
Nee, Graham Crackers, Hershey Chocolate, Marshmallow, das Ganze über dem Feuer geröstet. Dann packt man das so zusammen wie so ein Burger, also Cracker, Schokolade, Marshmallow, nochmal ein Cracker. Dafür braucht man diese Sticks und das schmeckt so geil. Problem ist, davon kriegt man nur einen weg. Danach ist man satt, ganz egal, was man davor gegessen hat. Und worüber ich mich auch noch super freue, dass es das hier gibt. Apfelsaft. Und zwar naturtrüb. Also ich brauche eigentlich nur zwei Sachen zum Überleben. Naturtrüben Apfelsaft und Leberwurst. Na, so schlimm ist es nicht. Waschmittel brauche ich noch. Das kostet 9,49. Das sind 2,21 Liter. Das sind 6,21 Liter für 9,49. Sind die bescheuert oder was? Und dann streune ich hier gerade rum und denke mir, das sieht lecker aus. Oder das. Ich glaube, es ist Katzenfutter. Also Augen auf beim Einkauf. Gerade was gefunden. Wer hat's gefunden? Einkauf ist erledigt. Jetzt geht's wieder zum Auto. Übrigens noch ein großer Unterschied zu Deutschland. Du kriegst hier alles in Tüten verpackt. Natürlich auch nicht besonders förderlich für die Umwelt. Und ich habe leider meine wiederverwertbaren Tüten vergessen, weil ich ja mit einem anderen Auto unterwegs bin. Auf zum Auto. Ha, so schnell kann es gehen. Da war ich eben noch im Auto und jetzt bin ich schon wieder zu Hause. Nämlich an dem Tag, wo ich einkaufen war, ein bisschen was passiert, ein bisschen was außer Plan geraten und deswegen konnte ich meine Rückfahrt nicht mehr filmen. Ich habe heute meinen ersten freien Tag wieder von 3 und ich habe heute was ganz Besonderes vor. Das zeige ich euch heute aber nicht. Haha, Cliffhanger! Sondern das mache ich erst in meinem nächsten Videoblog. Deshalb bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen. Ganz liebe Grüße nach Deutschland. Und solange der Vulkan nicht ausbricht, melde ich mich dann bald mit Videoblog Nummer 4. Auf bald!